In meinem Video zum Sexualverhalten der Narzissten hatte ich Ihnen versprochen, dass ich den Themenkreis Narzissmus und sexueller Sadismus gesondert aufgreifen und vertiefen werde. Ich löse jetzt das Versprechen ein. Allerdings ist das Thema so vielschichtig, dass ich mich entschlossen habe, eine Serie daraus zu machen. Damit will ich sicherstellen, dass wir den einzelnen Aspekten genug Raum und Aufmerksamkeit widmen können und nicht zu oberflächlich werden. Sexuelle Erniedrigung und Demütigung sind hochsensible Themen, die in der Psychologie und der Sexualforschung intensiv untersucht werden. Wenn diese Aspekte mit narzisstischer Persönlichkeit verbunden sind, können sie besonders komplex und schädlich sein. Ich bin Professor Ashok Rim und in diesem Video werden wir uns eingehend mit den Konzepten der sexuellen Erniedrigung und Demütigung befassen und dabei die Dynamik in Bezug auf narzisstische Individuen beleuchten. Wir werden die Definitionen und Charakteristika dieser Themen erläutern, die Auswirkungen auf die Betroffenen diskutieren und Ansätze zur Bewältigung und Heilung betrachten. Wenn wir sexuelle Erniedrigung und Demütigung betrachten, dann sagt uns der gesunde Menschenverstand ja schon, das ist eine Ausprägung des sexuellen Sadismus. Die wissenschaftliche Begründung finden wir in einem relativ neuen Hilfsmittel zur Diagnostik des sexuellen Sadismus, der sogenannten sexuellen Sadismus-Skala. In dieser Skala werden insgesamt 11 Kriterien definiert, von denen 4 erfüllt sein müssen, um sexuellen Sadismus beim Menschen zu bestimmen. Eines dieser Kriterien in der Psychologie, spricht man von ITEMS, ist die sexuelle Erniedrigung und Demütigung. Also können wir auch aus wissenschaftlicher Sicht einen Haken dahinter machen und sagen, ja, sexuelle Erniedrigung und Demütigung gehört zum Bereich sexueller Sadismus. Wir müssen dann allerdings noch eine wichtige Unterscheidung treffen. Handelt es sich um inklinierenden oder perikulären Sadismus? Inklinierender Sadismus ist die einvernehmlich stattfindende sadistische Handlung oder der Sadomasochismus. Perikulär kommt aus dem Lateinischen und bedeutet gefährlich, also dem gefährlichen Sadismus. Der einvernehmliche Sadismus, den kennen wir aus der Subkultur der BDSM-Szene. Dort wird unter der Maßgabe der SSC gehandelt. SSC steht für Safe, Sane and Consensual, also sicher, vernünftig und einvernehmlich. Üblicherweise wird vor einer sogenannten Session, einem zeitlich limitierten Rollenspiel, zwischen den Beteiligten Praktiken und Grenzen besprochen. Auch ein Safe Word wird vereinbart, um jederzeit einen Abbruch herbeiführen zu können. Und so weiter. Es wird also nicht nur einvernehmlich, sondern auch im Konsens gehandelt. Und solange sich diese Praktiken in einem gewissen Rahmen bewegen und es zum Beispiel nicht zu schwerwiegenden Körperverletzungen oder Grenzüberschreitungen kommt, ist diese Form des Sadismus unbedenklich und wird heute als sexuelle Vorliebe angesehen und nicht mehr als Störung der Sexualpräferenz. Interessanterweise zeigt die Studienlage, dass die dominierenden Partner, also der Sadist, Dom, Top, wie so gängige Bezeichnungen sind, höhere Narzissmuswerte aufweisen, während Masochismus eher mit höheren Werten aus dem Spektrum Borderline und dependente Persönlichkeitsstörung korreliert. Allerdings bewegen sich diese erhöhten Werte in einem subklinischen Bereich. Das heißt, sie liegen unter der Schwelle, bei der man zum Beispiel eine krankhafte narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren würde. Wenden wir uns dem für uns relevanten sexuellen Sadismus zu, dem gefährlichen Sadismus. Kennzeichen des perikulären Sadismus sind Handlungen, die von inneren Zwängen angetrieben werden, wobei die Sadisten zunehmend die Selbstkontrolle verlieren. Die Handlungen finden nicht einvernehmlich statt, sondern werden dem Opfer aufgedrängt. Dadurch wird die sexuelle Selbstbestimmung der Opfer verletzt. Und das bedeutet, es finden Straftatbestände, zum Beispiel der sexuellen Nötigung oder der Vergewaltigung, statt. In extremen Ausprägungen kann es auch zu Tötungsdelikten kommen. Klar ist, ein Mensch, der so handelt, muss eine schwerwiegende Störung der sexuellen Präferenz haben. In den Diagnosesystemen wird dies als paraphile Störung bezeichnet. In der Psychoanalyse wird der Begriff sexuelle Perversion benutzt. Wir haben es hier mit Menschen zu tun,
die eine grundlegend sehr hohe Aggression in sich tragen, die dann auch jegliche sexuelle Aktivitäten und Gedanken bestimmt. Und genau das ist beim malignen Narzissmus, dem bösartigen Narzissmus, der Fall. Beim malignen Narzissmus kommen zu dem Störungsbild des offensiv grandiosen Narzissten Elemente der antisozialen Persönlichkeitsstörung, wie zum Beispiel der Psychopathie und vor allem Sadismus hinzu. Aus Sicht der Psychoanalyse herrscht bei malignen Narzissten eine vollkommene Vermischung oraler, genitaler und analer Fantasien vor. Und damit manifestieren sich Impulse und Bedrohungsängste aller psychosexuellen Entwicklungsstufen der Kindheit gleichzeitig. Damit wird dann auch die Trennung zwischen Mann und Frau und zwischen den Generationen aufgehoben. Und es kommt zu heterosexueller und homosexueller Promiskuität. In der Fantasie des männlichen malignen Narzissten ist vor allem die genitale Penetration gleichzusetzen mit Zerstörung der Genitalien und dem Füllen von Körperöffnungen mit Urin und oder Fäkalien. Der Penis ist eine Giftspritze, die in den Körper eindringt und damit auch der Versuch, einen Ausgleich zu schaffen zur Unerreichbarkeit der Brüste, die nur durch Kannibalismus einverleibt werden können. Ich weiß, das eben Gesagte mag auf den ersten Blick recht wild und abgehoben klingen und ist vielleicht nicht sofort nachvollziehbar, ist aber in zugegebenermaßen stark komprimierter Form genau das Ergebnis, zu dem die Psychoanalytik kommt. Wenn Sie die psychoanalytische Sicht des Narzissmus genauer interessiert, schreiben Sie es mir bitte in den Kommentaren. Ich kann gerne ausführlicher in die Psychoanalytik einführen. Für Sie sollte jedoch an dieser Stelle hoffentlich deutlich geworden sein, dass wir, wenn wir über sexuellen Sadismus im Kontext des pathologischen, also des krankhaften Narzissmus sprechen, wir über gefährlichen Sadismus und malignen Narzissmus sprechen müssen. Und damit wird unser Kernthema sexuelle Erniedrigung und Demütigung auch anders besetzt. Wir müssen dann klar feststellen, dass die sexuelle Erniedrigung und Demütigung eine Form des sexuellen Missbrauchs ist, bei der der Täter verbale, physische oder visuelle Mittel verwendet, um das Opfer zu demütigen, zu beschämen oder zu erniedrigen. Die Handlungen sind oft erniedrigender Natur und zielen darauf ab, das Selbstwertgefühl, die Autonomie und die Würde des Opfers zu untergraben. Diese Art von Missbrauch kann sowohl in privaten als auch in öffentlichen Umgebungen stattfinden und umfasst eine breite Palette von Handlungen, von verbalen Beleidigungen und Demütigungen bis hin zu körperlicher Gewalt. Beispiele sexueller Erniedrigungshandlungen. Da haben wir verbale Erniedrigung. Der Täter verwendet demütigende Sprache, um das Opfer zu beleidigen oder zu erniedrigen. Dazu können obszöne Beleidigungen, herabsetzende Kommentare über das Aussehen oder die sexuelle Leistungsfähigkeit und andere entwürdigende Bemerkungen gehören. Dieser Punkt ist nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Dirty Talk. Ganz wichtig. Nächster Punkt, Zwang zur Teilnahme an erniedrigenden sexuellen Akten. Das Opfer wird gezwungen, sexuelle Handlungen durchzuführen oder daran teilzunehmen, die es als erniedrigend oder demütigend empfindet. Dies kann auch den Zwang zur Prostitution oder zur Pornografie umfassen. Verbreitung intimer Bilder ohne Zustimmung. Der Täter verbreitet private intime Bilder oder Videos des Opfers ohne dessen Zustimmung. Oft als Form der Rache oder um das Opfer zu erniedrigen und zu kontrollieren. Körperliche Misshandlung. Dies kann das Schlagen, Binden oder auf andere Weise körperliche Misshandeln des Opfers während sexueller Aktivitäten umfassen, insbesondere in einer Weise, die das Opfer demütigt oder erniedrigt. Öffentliche Demütigung. Das Opfer wird gezwungen, sich in der Öffentlichkeit oder vor anderen zu entblößen oder sexuelle Handlungen vorzunehmen, was zu Scham und Erniedrigung führt. Entzug der Autonomie. Der Täter kontrolliert alle Aspekte der Sexualität und des Körpers des Opfers, einschließlich Kleidung, Verhütung und Entscheidungen in Zusammenhang mit der Sexualität.
was das Gefühl der Erniedrigung und Hilflosigkeit verstärkt. Der berühmte Psychoanalytiker Otto Kernberg schildert einen sehr eindrücklichen Fall aus seiner Praxis zum Thema sexuelle Erniedrigung und Demütigung. Der Patient war ein junger Mann mit malignem, also bösartigem Narzissmus. Seine Vermischung und Sucht nach Sex war schon so ausgeprägt, dass er sowohl heterosexuell als auch homosexuell promiskuitiv war. Das heißt, wenn Sie so wollen, das Geschlecht wurde ihm egal, Hauptsache Sex. In seinen Beziehungen mit Frauen hat er immer wiederholend das gleiche, geradezu perverse Szenario wiederholt. Sobald sich die Frau wirklich auf eine Beziehung mit ihm eingelassen hatte, gab er ihr zu verstehen, dass er diese Liebe und Beziehung testen müsse, um sicherzugehen, dass sie es wirklich ernst meint und dass sie beide eine gemeinsame Zukunft haben würden. Er hat dann von Treffen zu Treffen immer extremere Praktiken eingefordert. Unter anderem auch, dass sie ihn oral befriedigt und ihm, wie Kernberg wortwörtlich schreibt, den Arsch leckt. In der nächsten Stufe musste sie dieses im Beisein seiner Freunde tun. Und schließlich macht er sie seinen versammelten Freunden gefügig, sodass sie auch diese vaginal, oral und anal zu befriedigen hatte. Und wenn die maximale Erniedrigung und Demütigung erreicht war, hat er die Frauen kommentarlos verlassen. Als wäre das nicht schon grausam genug, schildert Kernberg noch zusätzlich den Umstand, dass dieser Patient schon frühzeitig in der, ich nenne es jetzt mal Beziehung, mit seinen Freunden Wetten abgeschlossen hat, wie lange er wohl brauchen würde, bis er die Frau so weit hat, dass sie seinen Freunden gefügig ist. In diesem realen Fall sehen wir sehr deutlich die Auswirkungen des malignen Narzissmus. Wut und Hass als Gefühle sind so stark ausgeprägt, dass sie zu einer zügellosen Aggression als Verhalten führt, in der alles Gute in Schlechtes umgewandelt wird. Liebe wird vorgetäuscht, um der Aggression zu dienen. Kooperationsbereitschaft, auch zur Erfüllung sexueller Wünsche, wird zur Ausbeutung. Aus psychoanalytischer Sicht gibt es mehrere Faktoren, die erklären können, warum Narzissten zu sexueller Demütigung neigen. Die Psychoanalyse, begründet von Sigmund Freud, betrachtet vor allem unbewusste Motivationen und Kindheitserfahrungen, um das Verhalten im Erwachsenenalter zu verstehen. Im Fall von Narzissten sind folgende Aspekte besonders relevant. Erstens, fragiles Selbstwertgefühl. Narzissten haben oft ein tief verwurzeltes, aber fragiles Selbstwertgefühl. Obwohl sie nach außen hin übertrieben Selbstvertrauen zeigen, können sie innerlich sehr unsicher sein. Sexuelle Demütigung kann eine Methode sein, durch die sie versuchen, ihre eigene Unsicherheit zu kompensieren, indem sie Kontrolle und Macht über andere ausüben. Zweiter Punkt, Größenfantasien. Psychoanalytiker sehen Narzissmus oft im Zusammenhang mit Größenfantasien, die sich in der Kindheit entwickeln. Diese Fantasien können dazu führen, dass Narzissten in ihren Beziehungen Dominanz und Überlegenheit suchen. Sexuelle Demütigung kann als ein Mittel angesehen werden, durch das diese Überlegenheitsfantasien ausgelebt werden. Dritter Punkt, Abwehrmechanismen. Narzissten verwenden häufig Abwehrmechanismen wie Verleugnung, Projektion und Spaltung. Sie könnten negative Aspekte ihrer selbst, wie Unsicherheiten oder Schwächen, auf ihre Opfer projizieren. Durch die Demütigung ihres Partners können sie diese unerwünschten Eigenschaften externalisieren, also von sich nach außen verlagern, sich von ihnen distanzieren und gleichzeitig versuchen, diese externalisierten Eigenschaften zu zerstören. Empathiemangel. Ein zentrales Merkmal des Narzissmus ist ein Mangel an Empathie. Narzissten haben Schwierigkeiten, sich in die Gefühlswelten anderer hineinzuversetzen. Dieser Mangel an Empathie ermöglicht es ihnen, andere ohne Schuldgefühle oder Reue zu demütigen. Fünftens, frühe Bindungsstörung. Die psychoanalytische Theorie legt nahe, dass Narzissten in ihrer Kindheit möglicherweise Bindungsstörungen erfahren haben. Diese können aus inkonsistenten Beziehungserfahrungen mit
primären Betreuungspersonen oder Bezugspersonen auch genannt, resultieren. Solche frühen Erfahrungen können zu Schwierigkeiten führen, gesunde, empathische Beziehungen im Erwachsenenalter zu bilden. Wir haben als sechsten Punkt Aggressionsumleitung. Freud sprach von der Umleitung unterdrückter Aggressionen. Bei Narzissten kann unterdrückte Wut oder Frustration aus früheren Enttäuschungen oder Kränkungen in der Kindheit in ihren Beziehungen durch aggressive Akte wie sexuelle Demütigung und Erniedrigung zum Ausdruck kommen. Die psychoanalytische Perspektive bietet also einen Rahmen, um das Verhalten von Narzissten zu verstehen. Es geht darum, das fragile Selbstwertgefühl, die Abwehrmechanismen, die fehlende Empathie und mögliche frühe Traumata als zugrunde liegende Ursachen für die Tendenz zur sexuellen Demütigung und Erniedrigung zu betrachten. Dieses Verständnis kann hilfreich sein, um therapeutische Ansätze zur Behandlung von Narzissmus zu entwickeln, aber auch, um als Opfer narzisstischer Täter sein Wissen zu vergrößern und besser mit solch herausfordernden Situationen umzugehen. Dies kann dann dabei helfen, die Auswirkungen abzumildern und schneller zu bewältigen. Die Auswirkungen sind nämlich sehr, sehr stark. Wir haben die Ebene der psychischen Auswirkungen. Sexuelle Erniedrigung und Demütigung können schwerwiegende psychische Folgen haben. Die Opfer fühlen sich oft entwertet, gedemütigt und beschämt. Dies kann zu Depressionen, Angstzuständen, posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen psychischen Gesundheitsproblemen führen. Sie leiden oft unter einem starken Verlust an Selbstwertgefühl und Selbstachtung. Dann gibt es die Tatsache, dass sich sexuelle Funktionsstörungen entwickeln können. Sexuelle Erniedrigung kann auch zu sexuellen Funktionsstörungen führen, wie beispielsweise Erektionsstörungen, Orgasmusprobleme oder einem generellen Mangel an sexuellem Verlangen. Diese Störungen können das Selbstvertrauen weiter beeinträchtigen und die Betroffenen davon abhalten, gesunde sexuelle Beziehungen einzugehen. Und wenn wir schon bei Beziehungen sind, dann klar gibt es auch Beziehungsschwierigkeiten. Die Auswirkungen sexueller Erniedrigung und Demütigung erstrecken sich oft auf alle Aspekte des Lebens, insbesondere auf Beziehungen. Betroffene können Schwierigkeiten haben, Vertrauen in andere Menschen aufzubauen und sich in intime Beziehungen zu öffnen. Sie können sich von anderen isolieren oder wiederholte toxische Beziehungen eingehen, die ihr Leiden verschlimmern. Was kann man also zur Bewältigung und Heilung tun? Natürlich, der wichtigste Schritt ist, sich therapeutische Unterstützung zu suchen. Einer der wichtigsten Schritte zur Bewältigung sexueller Erniedrigung und Demütigung ist die Suche nach professioneller therapeutischer Unterstützung. Ein erfahrener Therapeut kann den Betroffenen helfen, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten und gesunde Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Das kann in Einzeltherapien oder Gruppentherapien sein, sowie spezialisierte Therapieformen wie zum Beispiel die Traumatherapie. Es ist auch entscheidend, und damit kommen wir zu einem Punkt, Selbsthilfe und Selbstfürsorge. Es ist entscheidend, dass Betroffene Selbstfürsorge praktizieren und an ihrer eigenen Heilung arbeiten. Dies kann die Entwicklung von Selbstvertrauen, die Pflege von gesunden Beziehungen und die Teilnahme an unterstützenden Gemeinschaften umfassen. Letztendlich kann es notwendig sein, rechtliche Schritte einzuleiten, um Gerechtigkeit und Schutz vor weiterem Missbrauch zu erlangen. Dies kann durch die Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Strafverfolgungsbehörden geschehen. Es ist ganz entscheidend, dass Sie sich immer klar machen, dass nichts und niemand ein Recht hat, Ihre Selbstbestimmtheit einzuschränken und Ihnen Dinge und Praktiken aufdrängen darf, die Sie nicht wollen. Das ist ein absolutes No-Go, auf das Sie sofort und mit aller Konsequenz reagieren müssen, um sich selbst zu schützen. Und mit diesem Appell beende ich nun den ersten Teil dieser Serie zu Narzissmus und Sadismus. Ich hoffe, dass das Warten auf diese Serie sich aus Ihrer Sicht gelohnt hat und ich Ihren Wissensschatz ein Stück weit bereichern konnte. Ich bin sehr gespannt auf Ihr Feedback und Ihre Erfahrungen. Nutzen Sie die Kommentare bitte auch, wenn Sie Anregungen haben oder ich Ihnen bestimmte Sachverhalte noch genauer erklären soll. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark. Ihr Professor Ashok Riem.